Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Morgengezwitscher. Ich stehe hier in einem komischen Spiel mit einer komischen blonden Figur. Ey, yo! Ja, ich bin nicht blond, das habt ihr jetzt gerade gemerkt, ne? Weil die blonde Figur kann sprechen. Jawohl. Nee, was machen wir hier eigentlich? Was machen wir hier? Sepp, sag mal an, was machen wir hier eigentlich? Ich würde lieber den Brandon fragen, der weiß doch bestimmt mehr. Yo, Brandon, sag mal an. Wie frage ich den? Kann dir nur schlagen. Sei gegrüßt, Sepp. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Ja, sag mir, was ich hier mache, verdammt nochmal. Hilfe, schließen, herstellen. Ich schließe mal lieber. Nee, meine Freunde, ihr habt es doch gerade gesehen. Wir spielen hier Terraria. Jawohl. Ich bin ein absoluter Terraria-Noob. Deswegen habe ich mir einen weiteren Noob dazugeholt, damit ich nicht so böse auffalle. Und ja, keine Ahnung, wie dieses Let's Play hier wird. Ob das jetzt hier nur ein Ferienprojekt ist oder ob es doch mehr als 2 Folgen werden. Wir wissen es nicht. Ja, lass einfach mal ausprobieren. Also ich spiele jetzt Terraria an jetzt so. Und ich habe hier schon mal eine Kiste gefunden. Genau. Alles meins. Okay, damit die Seiten schon mal geklärt sind. Alles meins. So schaut's aus. Ich habe die Kiste zuerst gesehen. Die Flossen kann ich anlegen. Was bringen die mir? Erklär doch mal. So, es ist eigentlich wie Minecraft, nur in 2D und wir haben jetzt ein bisschen Standardausrüstung schon am Start gehabt. Hier das Schwert, die Kupferspitzhacke und die Kupferaxt. Die Kiste und, abgebaut? Jawohl, geil. Und ich würde sagen, erstmal ein paar Bäumchen fällen, ne? So wie in Minecraft. Genau. In Minecraft-Manier. Los geht's. Das Coole ist, hier ist der Timbermod schon vorinstalliert. Oh ja, da gibt's richtig viel Holz, da gibt's richtig viel Holz. Jawohl, so geht's ab. Ja, oh, da kriegt man schon schön Holz. Und das braucht man auch. Das braucht man wirklich. Weil ganz viel ist hier aus Holz gemacht, das kann ich dir schon mal sagen. Aber diese ganzen Slimes, die nerven ein bisschen. Ja, die nerven ein bisschen, das ist richtig. Aber ganz ehrlich, man wird auch mit fertig. Und das Ding ist, wenn man später ein Haus baut, dann gibt es die Außenwände, natürlich aus Holz, das sind so wie die Blöcke, aber man kann eben dadurch, dass es 2D ist, nicht nur die eine Ebene sozusagen, sondern auch die andere Ebene machen. Und da gibt es dann sozusagen so eine. Da gibt es dann 2 Ebenen, so Vordergrund, Hintergrund. Und diesen Hintergrund, da kann man auch Hauswände hinzumachen, dass man. Hier stimmt was nicht, hier schneit. Oh, echt? Sind wir schon neben im Winter oder was? Nice, wir sind neben dem Schneebiom, das ist ja cool. Was hab ich hier gefunden? Dreckblock, Steinblock, Eisenerz. Super. Können wir uns gleich eine Eisenspitzhacke basteln, oder? Ja, du, musst Eisen. Du musst die Steine schon anklicken, ne? Ach so. Echt? Au! Da haut er mich einfach. Oh. Ich glaube, wir werden überrannt, ne? Yep. Oh Gott. Aber aus diesen wunderbaren Slimebällen, die hier gar nicht wie Slimebälle aussehen, sondern einfach nur wie komische Kugeln, kann man auch was Tolles machen. Geht da raus! Ach, die sind schlecht. Doch nicht mit denen. Oh, ich glaube, ich werde hier gleich getötet. Boah. Heieiei. Es hat jetzt ein bisschen geleckt, leider. Ja, von hinten kommen noch 2 Grüne. Ich glaube, du bist tot. Yep. 13. Hauen wir mal weg. Oha. Nein. Ich puste den mal. Nein. Ja. Gleich mal gestorben. Und das war's. Gleich mal gestorben. Ein Glück, dass wir hier mit Hardcore-Charakteren spielen, ne? So, tschüss. Let's Play beendet. Ciao, macht's gut. War cool. Ciao, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, ne? Da ist gerade jemand gespawnt. Wer bist du? Grüß dich. Okay. Ja, das war jetzt blöd. Mhm. Aber gut. In Wasser sind die Slimes schneller. Das müssen wir uns merken. Ich baue den mal ab. Hat niemand gesehen, was? War hier was? Nee, hier war nichts, oder? Das wird niemals jemand zu Gesicht bekommen, von daher. Und das Wasser, das hat ja auch ein cooles Verhalten. Oh ja. Nicht so wie bei Minecraft, wo man einfach nur ein paar. Wo das Wasser ein Block ist, hier ist es einfach eine Flüssigkeit. Aber schwimmen kann man da drin nicht, oder? Doch. Aber kann man hier. Oh, guck mal, eine Ente! Oh, eine Ente! Ente gut, alles gut! Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich komme hier nicht raus. Hallo? Ich fäll mal den Baum. Du musst an die Seite. Ja, toll. So viel zum Thema, man kann hier schwimmen. Ja. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal nach links und fangen mal an, unser Haus zu bauen, oder? Da war doch noch so eine komische Höhle, ne? Ja, da können wir auch gleich rein. Ich gehe lieber minen, wenn es Nacht wird, weil in Terraria Nacht ist echt schwer, muss man ehrlich sagen. Aber unterirdisch spawnen die Monster doch täglich, oder? Ich meine, tagsüber, ganz über. Weiß ich nicht. Also ich glaube eher seltener. Also Leute, ihr seht schon, wir haben hier voll den Durchblick
Und daran wird sich auch nichts ändern. Aber das ist doch schön, dass man mal sozusagen so ein Spiel wieder ganz neu entdeckt. Das ist schön, weißt du? Aber auch nur, weil da ein neues Update rausgekommen ist. Wir kennen noch nicht einmal das alte Update. Ich hab's auch erst letztens gespielt und dann hat sich jetzt wieder ziemlich viel verändert. Das ist schon richtig. So, jetzt können wir doch mal anfassen. Anfassen, ja. Anfassen, natürlich. Ja, ich crafte hier einfach mal 500.000 Fackeln, ob wir die jetzt brauchen oder nicht. Hallo. Okay, wo willst du deine Hütte hinbauen? Hallo, okay, alles klar. Hütte, wohin? Okay, pass auf, du siehst links unten, wenn du zum Beispiel... hier eine Höhle. Genau, du hast ja schon eine Fackel gecraftet, du krasser. Ja klar, ich hab doch ein paar Slime gekillt. Ah, okay. Wisst ihr, Leute, ich muss euch hier ein Geständnis machen. Ihr habt es nicht von Anfang an gesehen. Denn wir hatten hier so klitzekleine Probleme zum Connecten und so. Und in der Zwischenzeit haben wir schon 500.000 Slimes 500.000 Mal penetriert. Von daher... Das stimmt. Was ist von das daher für eine Höhle? Das sieht aus wie der Verdauungstrakt von so einem riesigen Pac-Man oder so. Was hast du denn für einen Pac-Man in deiner Jugend gesehen? Das ist ein ganz normaler Hügel. Schau dir das Ding mal von oben an. Das sieht aus wie der Verdauungstrakt. Ich geb dir gleich, ey, ohne Witz. Das sieht aus wie ein Tentakel. Ja, oder so. Kennst du Big Tentakel und so? Aber wie kommen wir also hier wieder raus? Problem. Links unten sieht man, was du mit dem Zeug in deiner Werkbank alles craften, mit deinem Zeug in deinem Inventar alles craften kannst. Aber bevor du hier noch mehr erklärst, erklär mir mal, wie kommen wir hier wieder raus? Okay, pass auf. Ich craft mir jetzt eine Holzklappe. Eine Holzklappe? Mhm. Dann eine Werkbank. Brauchen wir? Ja, brauchen wir sowieso. Hier. Aber hingestellt. Diese kleinen Pixel hier sind eine Werkbank. Super. Und da kann man dann natürlich noch ein bisschen mehr craften. Muss ich direkt daneben stehen oder? Jetzt mache ich mir einen Stuhl und stelle einen Stuhl davor. Kann ich mich auf den Stuhl draufsetzen oder können das nur NPCs? Du kannst dich auf den Stuhl drauf... Nee, glaube ich, geht nicht. Schade. Schade. Bei diesen anderen 2D-Side-Scroller-Crafting-Game geht es aber schon. Toll. Ja, ist viel besser. Ist voll blöd. Oh, ich bin hier hochgekommen. Guck mal. Ich bin voll der Cheater-Pro. Wie das denn? Ja, einfach hochgehüpft. Skill und so. Guck. Ah, okay. Jump-and-Run-Skills. Ja, guck. Siehst du? Komm, hier. Machen wir mal den hier. Aber wir wollen doch auch da runter. Ey, guck mal, jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Doch, kommen wir. Na sicher. Also, wir haben jetzt eine Werkbank gecraftet, wir haben einen Stuhl gecraftet. Was brauchen wir als nächstes? Ein Bogen. Nee. Doch. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal ein paar Steine farmen, damit wir uns einen Ofen machen können, oder? Oder macht man den hier anders? Nee, das macht man schon so. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Dann farm du doch Steine. Ich baue hier jetzt derweil. Ich mache hier alles mal kindersicher natürlich. Ja, und, und behindertengerecht. Ist auch wichtig bei uns natürlich. Aha, vor allem für dich. Stimmt. Okay. Wisst ihr, denn er kann nicht mal laufen. Nee, ich bin so ein richtiger Lappen, Alter. Er weiß noch nicht einmal, wo der Connecten auf Steam-Button ist. Na, jetzt wird's unhöflich. Ja, aber sowas von. Mach ich auch absichtlich. Ja, das ist klar. Oh, wir haben auch Rope. Ein Seil. Guck mal, das sieht doch dann schön fesch aus, wenn wir das so machen. Achtung. War das alles hier? Zack, zack. Ist da unten schon vorbei, oder wie? Nicht. Wow! Der hält sich automatisch dran fest. Nee, ich muss Leertaste drücken. Cool. Wieder was gelernt. Ich glaube, für Terraria Hardcore-Profi, Terraria-Pro-Gamer ist es ja ein bisschen langweilig, aber hey, es zwingt euch keiner zuzugucken. Ja, wir erfinden das Rad neu. Nee, andersrum. Naja, das Rad war schon alt, als es neu erfunden wurde. Nee, wie gesagt, wir wollen das einfach nur ein bisschen Spaß haben hier und vielleicht das ein oder andere Häusle bauen, ne? Hier und da ist ein Kaninchen im Bau. Ja! Verlose White Rabbit! Komm, oh Rabbit, lauf! Matrix, ey. Alter, der Brandon, der hat hier ordentlich aufgeräumt. Hier liegt überall Glibber und Shit rum. Ja, und der sowas. Arbeitet für mich, weißt du? Sklave, komm her. Wie viel zahlst du ihm? Nix, ist halt ein Sklave, ne? Nix, tschüss. Ich mach jetzt als nächstes noch ein Lagerfeuer. Während sich der Bursche da drüben wieder mal so unproduktiv betätigt, stelle ich fest, dass ich kein Holz mehr hab. Nee, Holz habe ich noch genug. Was fehlt mir?
Also du freundest dich gerade mit einem Rabbit an, oder? Ich möchte jetzt so ein Ding basteln. Hä? Achso, ich kann nicht craften, weil ich meine Spitzhacke in der Hand habe. Ah, verstehe. Wieso machen wir uns hier unten ein Haus? Ja, wir brauchen eine Unterkunft. Jeder muss irgendwo wohnen. Aber warum nicht oben auf dem Berg? King of the Hill und so. Ja, später. Ach, komm jetzt. Du hier. Hast doch gesagt, es ist wie in Minecraft. Und wie in Minecraft hat man immer eine Bergbude. Oh. Aber du musst keine Dreckbude am Anfang bauen. Boah, auf dem Hügel ist das richtig cool. Das ist so anstrengend, hier hochzukommen. Ach. Komm, jetzt stell dich nicht so an hier, ja? Oh doch. Slime? Fass. Oh, zu spät. So, dann hau ich den in der Mitte noch weg. Dann haben Kupfer! Dann sind wir umgeben von Bäumen. Gut, dann lege ich jetzt mal den Grundstein. Ah, das ist cool hier. Also ich glaube, hier wird's Spaß. Okay, gut, du baust da oben und ich meine hier irgendwo. Denn du hast eine Meinung zu haben schon wichtig. Super Meinung. Ja. Hast du etwa keine eigene Meinung? Fängt ja gut an. Deine Meinung ist geklaut, ne? So. Kann man diesen Ohrkatzeln hier vertrauen? Was für ein Ding? Ohrkatzel? Bitte was? Du weißt nicht, was ein Ohrkatzel ist. Nee. Ich dachte, du kommst aus dem Frankenland. Zeig mal her. Ja, Ohrkatzel. Ah, okay. Wie nennt man das so bei euch? Die sind Eichhörnchen, ganz normal. Was ist da los? Ohrkatzel nicht, oder was? Na. Also, Franken ist halt schon ein komisches Volk, ne? Ja, stimmt. Man muss ja nicht übertreiben. Und diese Slimes, die sind auch irgendwie komisch. Die hüpfen einfach über mich drüber. Achtung, es wird dunkel. Siehst du, deswegen habe ich mir da unten einen Keller eingerichtet. Super. Ganz klasse. Joe, das hast du toll gemacht. Ja, ich bin sehr vorausschauend. Ja. Und was ist das hier? Pflanzt du hier unserem Berg ein paar Haare an oder was? So, warte mal. Komm, ich stifte dir hier mal eine Fackel. Hast du sowas nicht? Mach mal eine Werkbank hier hin. Aber ich habe doch schon eine Werkbank da unten. Ja, aber in der Bergbude kann man ja auch was haben. So, wir machen jetzt erstmal den hier. Eine Bergbude. Oh, Mist. Sollte ihn einfach mit der Axt kaputt. 26 Kupfer, meins, Knibber, meins. Tschüss. Ich bleib mal da unten im Keller. Richtiger Joe. Ach ja, den Brandon müssen wir ja noch eine Unterkunft bauen, so viel ich das mitgerichtet habe, oder? Ja. Wieso eigentlich? Können wir auf jeden Fall machen. Kann er sich nicht selber eine bauen? Ach, das geht schon. Auf nichts habe ich hier unten ein Lagerfeuer. Das ist schon mal schön. Genau. Was brauche ich denn eigentlich für einen Ofen? Dass die Icons so klein sind. Rein. Ein Spruchschild. Wooden Fans. Zack. Ich mache mir jetzt eine Holzrüstung. Ja, richtiger PvP-Spieler hier. Mhm. Ja, was ist denn los hier? Graves sind Schuhe, oder? Ja. Wenn das sieht ein bisschen klein aus, klar, aber im Endeffekt müssen wir es eigentlich erkennen können. Ja klar, aber wenn du halt alles zum ersten Mal siehst, ne? Nein, das musst du sofort erkennen können. Eine Steinwand. Ich muss erstmal Steine umwandeln, damit ich aus Wände machen kann, oder was? Ja, das ist es. Du hast sozusagen richtig genervt. Och nee, Leute, ey, was ist denn das schon wieder hier? Da hätten wir doch lieber Minecraft spielen sollen, ne? Komm. Da kennt man sich wenigstens aus. Komm, brech alles ab. Minecraft. Ja, meine Freunde, 13 Minuten sind genug. Für ein ganzes Let's Play, da hat man alles gesehen. Ja, was tschüss. Wollt ihr mehr? What? Hast du gar eine Tür? Sicher. Kann ich die einreißen? Es ist ein bisschen nervig, dass du immer so klicken musst, so, aber jetzt haben wir erstmal. So, passt. Und hier drin willst du wohnen. Ja. Da gehen wir uns nicht auf die Nerven, da hat jeder seinen eigenen Freiraum von 2 Quadratmetern. Ich krieg die Tür nicht auf. Hast du die abgesperrt? Ist genug, oder? Gucke mal hier, zack. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Was dahinter haben sie? Was hingebaut? Hallo! Ja gut, das passt schon wieder. meine Höhle wird gerade von Zombies überrannt. Merkst du, warum ich was auf dem Berg gebaut habe? Aber Zombies geben Kupfer und Silber und Gold und Wasser. Und alles. Wow. Da bin ich ja original versorgt. Das ist ja toll, Joe. Das glaubst du gar nicht, wie es hier unten aussieht. Das ist super. Das ist der Burger. Weißt du, ich könnte es anders ausdrücken. Im Gegensatz zu dir habe ich Freunde, die mich besuchen wollen.
Jetzt fängt er schon an rumzustängern. Ja. Hallo? Ich weiß gar nicht, was man mit den Eicheln machen kann. Ich habe 17 Eicheln, was ist da los, ey? Ja, kannst du grillen. Echt? Nee, ich glaube, das sind Seeds. An, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Totleben, 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 Totleben. Komm mal hoch. What? Ich habe hier eigene Probleme im eigenen Keller. Gut, okay. Aber ich komme hoch. Du kommst ja ohne mich nicht zurecht. Haha, habe ich den... guck mal hier. Totleben, 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 Totleben. Rave. Rave in der Steinzeit. Was passiert, wenn ich da die Tür aufmache? Wenn du das machst, Alter, dann... ne? Dann was? Aber komm, du könntest hier wenigstens mal aufräumen, wenn ich hier zu Besuch komme, ne? Ah, Entschuldigung, warte mal. So. Sieht ja aus. Entschuldigung. Zack. Weg damit. Wie baut man einen Hintergrund? Einfach mit Rechtsklick oder muss ich da so eine Wand klicken? Passt alles, oder? Ja, perfekt. Das kostet jetzt mal Holz jetzt anzuzünden, oder? Nö. Dann ist ja gut. Totleben, 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 Totleben. Wenn ich jetzt mein Schwert auswähle, kann ich die da durchhitten? Oh. Ja, aber ich kann die Tür aufmachen, warte. Nee, kannst du nicht. Au! Oh shit, okay, raus hier, warum machst du die Tür auf? Au! Oh. Ah, ich bin da mal weg. Schuss. Bei mir ist es doch viel angenehmer, ne? Ja. Alter, das ist geil. Hat man hier eigentlich Fallschaden? Der Zombie hat ja gesagt. Hast du es gehört? Oh. Ja. Hier kriegt man auf jeden Fall Lebensregeneration. Eigentlich wollten wir nachts meinen gehen und du hängst da oben rum. Ach, gut, okay. Aber ich mach die Höhle noch sicher. Mach das. Dass Zombies nicht reinkommen. Du entfernst nämlich das Seil, oder? Genau. Meine Vasen. Scheiße, da ist ein Zombie, warte mal. Ah, warte mal. Mist, da kommt ein Zombie. Aber ich hab den eigentlich. Warte mal, ich müsste den eigentlich haben. Wenn du dich jetzt wunderst, warum da so viele Fackeln stehen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Okay. Vent of Sparking. Was ist denn das? Ist ja nicht so, als wäre es hell oder so. Granaten, okay. Kann man machen. Jetzt noch 66 Seile. Kann man machen. 44 Holzpfeile. Kann man machen. Also du kannst dir jetzt sicher sein, dass... es hell ist bei dir. Aber sowas von. Sicher, okay. Ich bin Profi. Ich mach die Höhle mal zu. Hier gibt es so viele Kisten und du hängst lieber da oben rum. Oh, ich hab unseren Arsch gerettet, mein Freund. Ja. Oh. Da kommen Freunde. Oh, oh. Ist ein bisschen dunkel okay, geworden. Runter, hallo. Ich komm runter. Ich seh nix. Au, au, au. Ich hab nur noch 59 Leben, 46. Schnell, Licht. Licht. Ich wurde getötet. Wie konnte das nur passieren? Was bist denn du da runtergegangen? Da war es ja noch hell, da hatte ich ja noch eine Fackel in der Hand. Na super, Joe. Ja gut. Ja gut. Die Frage ist, wie lange möchte ich die Party eigentlich machen? Oh, keine Ahnung. Irgendwas stimmt mit meinem Eingang nicht. Das ist irgendwie kaputt. Nee, das passt alles. Hast du keine Tür mehr gehabt oder was? Alter, wie fett ist denn der? Ich hab jetzt erstmal zugemacht. Oh oh, Joe, da kommt jemand runter. Darf ich ihn reinlassen? Wollen wir sie reinlassen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich verprügel die einfach nur noch mit meiner Spitzhacke. Da bekomme ich ein bisschen Schwungschaden. Das kann man vergleichen mit einem Marderschaden. Au. Ich komm hey, ja, was hast denn du für ein Lichterfest hier gemacht? Für ein chinesisches Lichterfest. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, das ist halt mein Fetisch. Lichter. Guck mal, der Zombie geht da ab bei dieser Lichterparty, ne? Toll. Ich komm. Du hast voll wenig Leben, wollte ich gerade sagen, ne? Ach. Geh mal lieber ans Lagerfeuer. Wieso? Was bringt mir das? Nur so. Leben. Nee. Eigentlich nicht. Doch. Das regeneriert sich doch auch so. Also beim Lagerfeuer geht's aber schneller. Das geht schneller. Ey. Ja, aber das geht auch so. Sag mir, das ist richtig. Das geht auch so. Okay, ich bastel noch eine Tür für die Mine. Und ich mach da unten noch ein bisschen Licht. Aber so eine richtig schöne Oldschool-Mine. Warte mal, so eine richtig schöne Oldschool-Tür aus
Euer hier. Aus euer? Aus euer. Genau. Ich habe einen Heiltrank gefunden. Nein, welchen? Ein Heiltrank, da stand Heiltrank drauf. Cool, welchen? Ein Heiltrank, da stand Heiltrank drauf. Okay, welchen? Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Yo, was geben wir den Zombies ab? Wie funktioniert das jetzt mit dem Ropes? Das möchte ich in dieser Folge noch herausfinden. Ropes, wo hab ich die hin? Also ich komme mit diesen Icons nicht klar. Da, Ropes. Ja, da war ich am Anfang auch sehr überfordert, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist so, okay, am Anfang so, check ich nicht. Können Zombies eigentlich Seile hochklettern? Nein! Hilfe! Was ist los? Hilfe! Hier ist dunkel! Da ist ein Auge! Hilfe, hier ist dunkel! Hier ist dunkel, jetzt kommen Zombies! Meine Freunde, ich ist nicht gesprungen. Glaube, das ist gerade ein sehr gutes Zeichen, um diesen Part zu beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Und ja, vielleicht sterbe ich beim nächsten Mal nicht wirklich. Au, das warst nicht du. Erstmal in Sicherheit bringen. Also mir macht's bis jetzt schon Spaß. Ja, Moment, Lagerfeuer und so. Wieso haben wir ein Auge am Lagerfeuer? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es wirft ein Auge auf dich. Komm, bist du unten oder was? Jetzt hier. Stimmt, ich wollte gerade Schluss machen. Genau. Mit dir. Tschüss. Nein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Und noch einen schönen Tag.